Heute geht es um verstörende Roblox-Fakten. Das Video beinhaltet keinerlei Creepypastas oder gruselige Theorien. Alles, was ihr im Video seht, entspricht der Wahrheit, beziehungsweise wurde nicht ausgedacht. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Schluss an. Was geht ab, meine verbotenen Teufelsfrüchte? Heute geht es um Roblox. Freunde, Roblox ist sehr, sehr gefragt gewesen. Sehr, sehr viele von euch haben mir geschrieben, ich soll ein Video über Roblox machen. Roblox ist ein extrem gehyptes Spiel. Diese Online-Spielplattform gibt es seit 2006. Und dort können Spieler für andere Spieler Computerspiele erschaffen. Und da könnt ihr dann miteinander zocken und Spaß haben und interagieren und eine richtig feine Sache auf jeden Fall. Der Name Roblox setzt sich aus den Wörtern Robotern und Blöcken zusammen. Aber erst 2010 wurde Roblox immer bekannter und 2020 wuchs dann das Spiel durch Corona dann nochmal richtig enorm, weil klar, die Leute sind zu Hause, zocken irgendwas. Aber selbst Roblox, Freunde, hat eine düstere Story bzw. gruselige Fakten. Und zu diesen kommen wir jetzt. Im Jahr 2015 gab es einen mysteriösen Bug, der bis heute nicht geklärt werden konnte. Wenn man im Game eine Fragezeichenmarke über seinen Kopf mit "Ich liebe dich" geschrieben hat, sah man plötzlich ein unheimliches Video mit einem gruseligen Clown, der mit seinen Händen über sein Gesicht gewischt hat. Die einzige Möglichkeit, dieses Video verschwinden zu lassen, ist, das Spiel komplett zu resetten. Von Roblox gab es dazu keinen Kommentar und der Bug wurde bald entfernt. Freunde, bevor es mit dem Video weitergeht, ein kurzes Shoutout an den Sponsor des heutigen Videos. Summoner's War Lost Centuria. Summoner's War Sky Arena ist einer der beliebtesten Online-RPGs für Smartphone. Das Spiel wurde bereits 100 Millionen Mal installiert und hat täglich 1 Million aktive Spieler. Summoner's War Sky Arena feiert sein 7-jähriges Jubiläum und zu diesem hat das Spiel ein Spin-off geballert. Summoner's War Lost Centuria. Das Spiel ist ein komplett neues PvP-Game, hat aber die guten alten Summoner's War-Charaktere, nur sehen diese dort jetzt erwachsener aus. Das Spiel geht mit 40 spielbaren Charakteren an den Start. Und jeder mit seiner eigenen Spezialfähigkeit. Was Lost Centuria besonders macht, sind die schnellen Spieler gegen Spielerkämpfe, in welchen ihr bis zu 8 Monster im Team haben könnt. Im Vergleich zu anderen Spielen müsst ihr extrem strategisch eure Kämpfe bestreiten. Zum Beispiel müsst ihr während den Fights eure Mana im Auge behalten. Somit dürft ihr nicht alle eure Attacken auf einmal spammen. Erstmals kannst du als Beschwörer direkt in den Kampf eingreifen und deine Monster mit taktischem Einsatz von Zaubersprüchen unterstützen und den Kampf direkt beeinflussen. Die Welt ist deine Arena. Mit dem ersten Link ganz oben in der Videobeschreibung könnt ihr euch Summoner's War Lost Centuria kostenlos runterladen und erhaltet dabei ein paar Belohnungen obendrauf. Abonniert auch gleich den YouTube-Channel Summoner's War, damit ihr keine Updates verpasst. Es gab in Roblox einen geheimen, versteckten Raum mit satanischen Symbolen. Sogar das Symbol der Illuminati hat man an einigen Wänden gesehen. Ein Teil der Benutzer glauben, dass das nur ein Scherz ist. Sehr viele Benutzer hatten jedoch richtig Angst und es gab deswegen auch einige Beschwerden. Roblox hat die Ebola-Infektion vorausgesagt. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört, denn 2009 hat Roblox wirklich die Ebola-Infektion vorausgesagt. Es wurde der Hazamat-Isolationshelm veröffentlicht und in der Textbeschreibung von diesem steht sowas wie: "Sir, wir haben hier eine Situation. Jemand hat Ebola in die Wasserversorgung gegeben." Diesen Ebola-Teil haben sie aber von dieser Beschreibung dann 2014 entfernt, nachdem Ebola wirklich ausgebrochen war. Roblox hat eine geheime Question Mark, diese kann man als Hut benutzen, aber sie gibt es nicht zu kaufen oder sonst zu bekommen. Es gibt auch noch ein paar andere Hüte, deren Namen einfach aus zufälligen Buchstaben bestehen. Der Zweck von ihnen ist unbekannt, aber man kann sie immer noch im Katalog überprüfen. Okay, dieser Fragezeichenhut erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck, weil ich check gar nichts. Wusstet ihr, dass Roblox unveröffentlichte Gesichter hat? Aber eines von ihnen im Besonderen ist ziemlich verstörend. Es heißt Sarge Extreme und es stellt Zorn und Gewalt dar, was schockierend für ein kinderfreundliches Spiel ist.
Wenn ein Spiel irgendwie gerade entwickelt wird, dann kriegen wir als Spieler nicht immer alles mit oder was da gerade abgeht im Hintergrund. Oftmals lassen sich Entwickler von Spielern inspirieren, aber oft werden auch Ideen geklaut und so war das bei Roblox der Fall. Einer der Roblox-Entwickler ist zum Beispiel für das Stehlen anderer Ideen bekannt und beschimpft worden. Er kopierte unter anderem das Niklas Murder Mystery Spiel und dann das Dextra 33 Paintball Spiel. Beide Spieler verurteilten ihn für das Stehlen ihrer Ideen. Der Entwickler selbst gab zu, das Spielkonzept aus den Foren gestohlen zu haben. Die User fragten sich, welche Ideen er noch geklaut haben könnte für Roblox. Das ist schon assi, so Ideen klauen. Oftmals wird es dann so verpackt, so ja, ich habe mich inspirieren lassen. So. Inspirieren hat er aber das einfach kopiert. 2014 hielten die Mitarbeiter von Roblox einen Livestream für wohltätige Zwecke ab, in dem sie darüber sprachen, woran für die Zukunft gearbeitet wurde. Und dabei zeigten sie noch ein Roblox-Gameplay. Am Ende des Streams, als sie sich dann von den Zuschauern verabschiedet haben, vergaßen die Mitarbeiter des Streams, den Livestream zu beenden, also die Mikrofone auszuschalten. Die Mitarbeiter haben dann eine Party veranstaltet und haben dabei noch getrunken, also haben schön Alkohol getrunken. Und einer der Mitarbeiter sagte zum Beispiel, dass man keinen Fick auf ihre Abteilung geben würde. Ich denke, unsere Site ist terrible. Okay. You show this to a journalist, they're like, are you fucking kidding me? No, we're not gonna write about this. This is a work. Tja, Freunde, das war's mit dem Video. War jetzt nicht so gruselig, war jetzt eher so ein Faktenvideo über, keine Ahnung, Pannen und komische Dinge, die bei Roblox passiert sind. Freunde, tut mir einen Gefallen, ladet euch Summoner's War runter mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Damit supportet ihr mich auf jeden Fall auch. Kostet nichts, damit unterstützt ihr mich. Ansonsten, Freunde, war's das mit dem Video. Passt auf euch auf. Wir sehen uns ganz bald wieder. Habt noch eine gute Nacht. Bis dann, ihr Nachtfüchse!